Ins Ausland jetzt. Nach nur knapp 7 Monaten im Amt steuert die Regierung in Israel schon wieder auf ihr eigenes Ende zu. In der Mitte-Rechts-Koalition von Benny Gantz und Premier Benjamin Netanyahu kracht es seit Längerem. Das Parlament hat in einem ersten Schritt für die Selbstauflösung gestimmt. Damit droht Israel die 4. Neuwahl binnen 2 Jahren. Wirklich nahe standen sie sich nie. Links hier Benny Gantz vom Bündnis Blau-Weiß und der israelische Premier. Aber jetzt reicht es nicht einmal mehr für den Anschein von Harmonie. Das Parlament stimmt für die Selbstauflösung. Netanyahus Koalitionspartner stimmt mit. Netanyahu hat nicht mich angelogen, er hat euch angelogen, klagt Benny Gantz. Der Ministerpräsident sei unter dem Druck der Korruptionsvorwürfe nur am politischen Überleben interessiert. Seit Wochen gibt es ein Hickhack ums Budget. Der Streit lähmt das Land und das inmitten der Pandemie, Wirtschaftskrise inklusive. Die Menschen wollen eine Impfung, keine Neuwahl, appelliert Netanyahu. Das dürfte stimmen. Und weil keiner der Koalitionspartner Verursacher von Wahl Nummer 4 innerhalb von 2 Jahren sein will, könnte die ungleiche Partnerschaft doch noch eine Fortsetzung finden.